Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy und dem Beagle. Wir wollen uns mit Poppy treffen, wegen dem Ei, das wir noch immer mit uns rumschleppen. Ich dachte immer, dass man gewisse Bedingungen erfüllen muss, damit so ein Ei auch anständig umsorgt ist und dem Drachen da drin nichts passiert. Aber anscheinend reicht es, dass ich es im Inventar habe und es ist schon umsorgt genug. Ihr merkt es vielleicht, jetzt im Moment können wir straight den Handlungen folgen. Wir machen nämlich danach mit Sebastian direkt weiter. Hatte ich letztes Mal ja auch schon angekündigt. Und ich wollte gar nicht so viel Hogwarts Legacy heute aufnehmen, weil ich eigentlich voll Bock auf Resident Evil 7 habe. Das kann ich nämlich jetzt langsam anfangen aufzunehmen. Aber auch die Wahl gehabt hätte, Venetica anzufangen und Silent Hill weiterzumachen. Wobei Silent Hill Homecoming mich im Moment ein bisschen abschreckt, weil meine Heilung da... Ich besitze keine Heilung mehr. Das trifft es, glaube ich, auf den Punkt. Aber wir sind gerade so in einem guten Lauf, wo wir auch gerade diese Freundschaftsquesten hier machen können. Denn das ist meiner Ansicht nach die große Stärke des Spiels. Nicht mal die Haupthandlung. Ich weiß, viele finden gerade die Haupthandlung auch super langweilig. Ich finde, es war eine okay Haupthandlung. Die hatte jetzt nicht so viel, aber es war jetzt auch nicht... Also ich habe schon deutlich schlechtere Haupthandlungen gehabt in Spielen. Für mich die eigentliche Stärke sind tatsächlich die Freundschaftsquesten zwischen Poppy, Nutty und Sebastian. Die geben dem Spiel nochmal so dieses Magische. Und da kann ich sogar sagen, dass für mich Poppy, Sebastian und dann Nutty von den Questen her das Spannende ist. Ich glaube, dass Poppy deswegen bei mir gewinnt, weil es eben mit Tierwesen zu tun hat. Ansonsten würde vermutlich Sebastian gewinnen. Sie ist sonst verlässlicher. Wer ist sonst verlässlicher? Ich hoffe, du hast noch nicht lange gewartet. Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Was weißt du über den Drachen, den du verfolgt hast? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Klingt gut. Wollen wir los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Ja, nun. Oh. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das hast du dir alles beim hier rumstehen überlegt? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Das klingt doch ganz einfach. Ja. Es sollte schnell gehen. Danach können wir die Wilderer endlich hinter uns lassen. Gut, dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Poppy sagt das so. Und eins noch. Ja. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Okay. Bereit, wenn du es bist. Bin bereit. Wie ein Wilderer zu denken, ist leider wirklich nicht schwer. Da ist sie. Über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Ja. Oh, gut. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Zieh nicht ein Halsband um. Ich hätte schwören können, sie trug ein Halsband, aber ist okay. Nee, hat sie tatsächlich nicht. Na, Drache, bitte ganz, ganz entspannt. Die Arme muss Krankvorsorge um den Verbleib ihres Eis sein. Ja. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Ein dunkler Straßenköter. Zerteile einen gefrorenen Gegner, ehrlich? Nein.
hätte ich das denn machen sollen? Wie viele es wohl waren, die sie gefangen haben. Revelio, ich brauche das mindestens 10. Wo sind sie, Smithy? Ich dachte, sie würden sich uns in Borneo anschließen. Ich weiß, dass sie sich Hoffnung auf den Kampfring machen, aber die wahre Galeon findet man in Acromantulas. Sie würden nicht glauben, wie viel Violett und ich vor ein paar Tagen verdient haben. Ganz zu schweigen davon, dass Borneo gar nicht so übel anzuschauen ist. Wie auch immer, wir ziehen bald weiter. Vielleicht nach Ägypten. Es ist so eine Erleichterung, keine Last mehr zu tragen. Bis dann. Bis bald, Angus. Wie süß. Sie halten Kontakt zueinander. Wer? Ach komm, ist okay. Hat sie kaputt gemacht. Fantastisch. Da ist sie wieder. Atemberaubend. Aus der Entfernung. Ja, ich muss auch sagen, dass ich das relativ gefährlich finde, was wir hier machen. Aber naja, das sind die Details, Leute, Details. Was tut man nicht alles, wenn man Mutter und Kind... Ich frage mich, wie es um steht. Ah, wie bitte? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Ja, ich werde ja gern mit einem Schaf verwechselt. Vorsichtig. Früher, als ich Kind war, hat meine Mutter mich immer scherzhaft Kiki das Schaf genannt. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, warum ich euch das erzähle. Oder sie war auf einen Kampf aus. Als wäre das nicht schon eine blamable Geschichte genug, habe ich sie jetzt auch noch kundgetan im Internet, Leute. Im Internet habe ich sie kundgetan. Psst, was war das? Weiß ich doch nicht. Zum Glück guckt das Let's Play hier sowieso keiner. Die sieht minimal pisst aus. Ja, weiß ich, danke. Geh doch laufen. Na? Au! Ganz schön sauer, die Bude. Renn, 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 renn. Aber kaum bin ich hinter ihr, geht's nicht mehr, ne? Vorsicht! Das ist ihr Revier und sie wird es uns wissen lassen. Ach so, ja. Na dann. Nein! Wir müssen nur das Nest erreichen. Sie macht es uns nicht leicht. Ja, ja. Kein herzlicher Empfang. Nein. Ach, hat was von einem Kaminfeuer. So kann man das natürlich auch betrachten, aber man kann auch einfach die Wahrheit sagen. Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es zu spät. Wie spuckt sie denn jetzt Feuer? Kannst du bitte etwas schneller laufen? Du musst zu der Öffnung unter ihr. Ja, danke. Okay. Wenn wir den Eingang erreichen, erreichen wir das Nest. Ja, Poppy, ja. Poppy ist auch geil, ne? Was ist genial? Ach, komm, ist okay. Da ist das Nest. Wir sind fast da. Ja, Poppy, ich weiß. Poppy macht mich kaum nervös mit ihrem Gefreische. Reparo, warum sind alle Brücken zerstört? Weil sie die kaputt gemacht hat, nehme ich mal an. Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg.
Mach's wie ein Drachenzähmen leicht gemacht. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Sollen wir dann zurück? Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Dass sie nicht misstrauisch geworden ist, dass ihre Großmutter so nicht... Sein. Na egal. Aufträge, Sebastian. Nicht gerade von Hogwarts, sondern er sagte irgendwo bei Feldcroft. Das ist ja hier unten. Ach, guck mal, eine Schau. Da ist direkt eine Dings. Ein Lagerfeuer. Sieht ziemlich dunkel aus. Ja, ich lasse mich mal eben aus und dann reden wir hier mit Sebastian. Gut. Bist du immer noch sauer auf mich? Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Glaube nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Aber ich musste dir erzählen, was ich erfahren habe. Ach, halt die Schnauze. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Ist das so? Erkunden wir die Katakombe. Vielleicht können wir danach einen besuchen. Ich bin ja kein Arschloch, so im Gegensatz zu dir. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Nein, ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Dann machen wir das doch mal. 6 Minütchen haben wir ja noch. So. Ich weiß aber nicht, ob wir die Katakomben in 6 Minuten schaffen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Absolut. Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Sagte er. Insekten. Schon gut. Hier. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Igitt, Leute. Zack, rüber damit. Ah, viel zu wenig Slots, Leute. Viel zu wenig Slots. Nicht Wingardium Leviosa, sondern wie das hier. Levioso. Levioso. Und zack. Eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Toll. Ja, Entschuldigung, aber ich bin halt lootgeil. Es tut mir leid, Sebastian, aber ich bin in jedem Spiel lootgeil. Ah, warte mal.
Oh, cool. Er sagt gar nicht den tollen Spruch von nur eine tote Spinne ist eine gute Spinne. Achso, geht von alleine weg. Da ist tatsächlich was. Die Frage ist, wo will das Spiel mich lang haben? Finde das Relikt. Ich möchte nämlich. Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Confringo. Ich hab sie gesehen. Ach hier. Confringo, Confringo. Confringo. All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten. Aber es gab Probleme, viele Einstürze. Aha. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Oh, das macht ja nichts. Okay. Sieht gar nicht gruselig hier aus oder so. Nein, nein. Wie kommt man denn nur darauf, dass Professor Weasley ein bisschen besorgt sein könnte, was ich in meiner außerschulischen Aktivität so alles mache? In so einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Ist das so? Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochen. Herrlich. Knochen außerhalb des Sarkophags? Irgendwie seltsam. Ach, naja. Hier beim Altar ist etwas. Ach hier. Ich weiß, dass ich die alle nicht aus Langeweile aufmachen kann. Was? Hindo, Bar, Hotelo. Ich war so töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen. Und man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss vor meiner Treuen zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träge von Zauberstäben aus englischen Eiche sollten eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, um das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich verwende ihre Gebeine als Schlüssel. Ich plane, zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich mich auf meine nächsten Aufgaben vorbereiten. Den Epirus-Fluch zu erlernen. Dieser Fluch soll sehr effektiv sein, gegen Feinde sein. Was ist es? Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann also keine Sackgasse sein. Ich habe ihn hier, falls du ihn dir ansehen willst. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch etwas. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran als die Knochen da zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser, jeden Knochen. Ah, ich brauche noch mehr Knochen. Kriege ich die denn jetzt auch alle irgendwo her? Ah. Ich gehe mal einmal hier gucken. Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Da ist was dran. Ah,
Knochen. Und jetzt brauche ich wieder Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Dann kommen wir mit, ihr Knochen. Reicht es für einen Torbogen? Es reicht für einen Torbogen. Es hat geklappt. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Du hattest gar kein Gefühl. Ha. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Was denn? Das Tagebuch erwähnt den Imperiusfluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Naja. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Also jetzt so komplex und auch nicht. Warum er aber wie eine 4 aussieht, kann ich nicht sagen. Dann mal los. Das klingt nach Ärger. Sei auf der Hut. Ja. Spinnen. Contringo! Levioso! Okay, ich will ihn zumindest mal ausprobieren, Leute. Imperio. Das alles gar nichts genutzt. Contringo. Okay. Finde das Relikt. Da hinten sind noch mehr Spinnen. Ich gehe aber jetzt erstmal hier lang. Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. Akio, das ist zu nett von dir. Oh, Kacke. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Accio. Das hat geklappt. Weiter so. Wingardium Leviosa. Na, von mir aus. Aber eigentlich möchte ich einmal kurz da hinten hingehen und gucken, was da ist. Ich gucke gerade, wie lange ich schon überzogen habe. Ich bin immer noch nicht eingeblendet. Akio! Contringo! Alter. Imperio! Contringo! Contringo! Stupor! Macht die Spinne denn jetzt auch was für mich oder macht die nichts gegen? Au! Contringo! Ich habe jetzt nicht echt eine kleine. Also die große. Leute. Contringo!
wusste nicht, dass Spinnen so eine Sauerei machen. Bisschen dramatisch, hm? Ich mag den Fluch nicht. Revelio. Ich mag den Fluch ganz und gar nicht. Der ist nicht gut. Revelio. Der Fluch ist ganz und gar nicht gut, Leute. Ganz und gar nicht. Diese Katakombe ist verfallen. Genau wie es im Bericht des Schülers stand. Ja. Ich glaube, hier war schon lange niemand mehr. Da kommt eine Zuckermaus angelaufen. Why Zuckermaus appeared. Nicht für euch, aber für mich. Ich kraule sie gerade, deswegen laufe ich auch so schief. Oh, was möchtest du denn von mir? Na gut, Leute, dann mache ich jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Haut rein!